Wow, das ist wirklich schockierend. Nach der Trennung von Anna-Karina Wojcik hat sich Stefan Mroz als Opfer dargestellt. Doch jetzt zeigt er im Scheidungskrieg sein wahres Gesicht. Es stellt sich heraus, dass er seine noch Ehefrau betrogen hat, und zwar mit ihrer ehemals besten Freundin. Ein absolutes No-Go. Zusammen wurden sie wie ein Kleeblatt, unternahmen viel und verbrachten sogar gemeinsam Urlaube. Aber dann herrschte plötzlich Funkstille zwischen den beiden Frauen. Jetzt ist klar, warum Stefan und Eva Luginger, die ehemals beste Freundin von Anna-Karina, haben sich offenbar früh näher gekommen. Zusammen sind sie jetzt im Liebesurlaub in Ägypten und zeigen ihre Liebe der ganzen Welt. Dabei waren sie lange Zeit sehr geheimnisvoll. Aber jetzt scheint es offiziell zu sein. Stefan schwärmt in einem Interview davon, wie glücklich er mit Eva ist und dass sie ihn aus einem Tief herausgeholt hat. Aber es gibt einen Haken, hinter den Kulissen tobt ein Scheidungskrieg, bei dem es um viel Geld geht. Stefans Vermögen wird auf rund 6 Millionen Euro geschätzt. Ein schöner Grundstock für eine gemeinsame Zukunft mit Anna-Karina, dachte sie wohl, als sie Frau Mroz wurde. Doch jetzt sieht sie sich betrogen. Obwohl Anna-Karina noch nichts Konkretes zu der Situation gesagt hat, steht fest, dass es in Zukunft noch viel zu klären geben wird. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Sache entwickelt. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben und euch auf dem Laufenden halten.